Herzlich willkommen zum Jahresrückblick von 2023. Ja, war ich, was das äh, Spiel hier angeht, ein relativ erfolgreiches, also auch im Allgemeinen, was an Spielen rausgekommen ist. Ähm, es gab einige wirklich gute Spiele, einige, ja, einige Highlights, äh, dann aber auch einige, äh, einige Sachen, die dann doch ziemlich in der Versenkung verschwunden sind oder halt echt nicht gut waren, also so, so, ähm, was ja auch ganz witzig war, als dann irgendwann Gollum rauskam, dass dann die Meldung war, ja, jetzt wird es hier das, das ist wahrscheinlich das schlechteste Spiel des Jahres und dann kam dann King Kong und das andere Walking Dead-Spiel und, äh, die das alles dann noch, ah ja, genau, und dann der, der Scam mit, ähm, wie hieß es nochmal, The Day Before, genau, und das, ähm, dass es dann irgendwie zum Jahresende doch irgendwie nochmal mehr wurde, was an Spielegurken rauskam. Aber dafür gab es ja auch wirklich einige, einige Top-Spiele. Bellos Gate 3, Spider-Man 2 ist ja auch ziemlich gut angekommen. Ähm, und hatte ich mir auch dann angeschaut. Und ähm, von daher, ähm, Lies of P fand ich auch nochmal sehr interessant. Ähm, Habe ich auch eventuell noch vor, mal zu machen, dass ich dann wieder ein bisschen. Vielleicht werde ich mal wieder auf Souls Likes. Ähm, irgendwie einarbeiten kann. Auf jeden Fall hat mir das echt gut gefallen beim Zuschauen. Ja und äh, ja insgesamt habe ich mal geschaut, ich habe 25 Spiele abgeschlossen, ähm, einiges an neuer Hardware gegönnt und ähm, also gerade was Peripherie angeht. Der Computer an sich ist ja noch eigentlich ganz ganz gut, obwohl es gab einige. Ich habe mir einige Festplatten geholt, die waren ja auch relativ günstig äh, gerade zur so Mitte des Jahres und ähm, Genau, wir hatten dann, also für mich zu so den persönlichen Highlights dieses Jahr an Spielen, die ich dann durchgespielt habe, war äh, zum einen Phantom Liberty von Cyberpunk. Ähm, der DLC, der hat echt Spaß gemacht und ja, äh, wie ich neulich mit Katten auch mich mal drüber unterhalten hatte, der hat halt auch gesagt, ja, die hätten halt echt noch zwei Jahre warten sollen, weil jetzt ist halt Cyberpunk da, dass es halt ein gutes Spiel ist und man es halt auch wirklich gut und angenehm spielen kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, Stray hat mir auch noch echt sehr gut gefallen. Und äh, war auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Äh, dann die Entropy Zero Reihe hat mich auch noch positiv überrascht. Also, dafür, dass es eine kostenlose Mod ist, haben die echt einiges rausgeholt. Äh, ich habe mich da so ein bisschen an Portal erinnert gefühlt. Das ist halt Entropy Zero 1 war halt so ein bisschen, ja, wir probieren mal ein bisschen was aus. Äh, alles ja neu und und schauen wir mal. Und Entropy Zero 2 war dann halt wie Portal 2 mit etlichen Neuerungen, deutlich längerer Story und Laufzeit. Und äh, fand ich eigentlich, glaube ich, einen ganz ganz passenden Vergleich. Genau, und ähm, dann war ich auch noch sehr positiv von Far Cry Primal überrascht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, da bis hier waren dann so, also auch diese Shangri-La-Momente im, im vierten Teil waren die, die mir damals immer am wenigsten Spaß gemacht haben, beim halt, ja, weil halt auf die modernen Waffen fehlen, du halt nur auf diesen Bogen angewiesen bist. Und ähm, das war bei Primal eigentlich dann, da man ja nur diese Prim, äh, ja, Primal-Waffen, also ähm, die ganzen steinzeitlichen Sachen hat, war das eigentlich gar nicht mal so störend. Klar, ich hätte mir ab und zu, also gerade um die. Vögel zu erledigen, hätte ich mir doch mal ein Schnellfeuergewehr gewünscht, weil das wesentlich einfacher gegangen wäre. Aber ansonsten hat es halt echt Spaß gemacht und auch die, dass man halt anderen Untertitel mitlesen musste, weil die halt äh, diese Fantasiesprache entwickelt haben, fand ich tatsächlich nämlich auch gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, das war, war tatsächlich eine positive Überraschung, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und ähm, das wären dann mal so die Highlights, die wir dann so angegangen sind, also Vergangenheit, das Spielejahr, ähm, was für mich durchgelaufen ist. Und ähm, ja, so die, für die kommende Zeit hatte ich mir auch überlegt, das hatte ich glaube ich letztes Jahr schon mal gesagt, die Sache mit dem Stream, wenn ich mal wieder Lust dazu habe, und das ist halt im Moment tatsächlich leider absolut nicht der Fall. Also weder Streams gucke ich, glaube ich, ich habe auch dieses Jahr keinen einzigen Stream geschaut. Ähm, ist irgendwie im Moment komplett raus bei mir. Ich hatte so letztes Jahr hatte ich tatsächlich mal kurz so eine Phase, als ich mir dann ein paar Aufzeichnungen angeschaut hatte, wo ich dann mal mal eventuell wieder Lust hatte, aber das war halt dann auch gerade in der Phase, wo ich dann längere Zeit bei meinen Eltern war, wo das halt eh nichts mit Stream ist, weder vom Internet noch von der Hardware, die hier ist. Und ähm, von daher, das ist dann aber auch irgendwie wieder, ja, hat sich auch wieder gelegt und dieses Jahr hatte ich, wie gesagt, weder zum Anschauen noch zum selber streamen irgendwelchen Elan und von daher habe ich es dann eben entsprechend auch sein lassen. Vielleicht kommt es im nächsten Jahr. Ich kann es nicht sagen. Deswegen will ich auch nichts definitiv versprechen. Ich weiß auch noch nicht, welche Plattform es dann werden wird. Vielleicht hatte ich ja, glaube ich, auch schon überlegt, dass ich halt dann einfach mal wieder auf YouTube streame um ähm, der alten Zeiten willen. Aber ja, da das ist halt erstmal ja, ein Thema, was eventuell kommen könnte, aber nicht kommen muss. Eine andere Sache, die ich mir vorgenommen hatte, auf jeden Fall ist, mal wieder mehr, mehr Spielersachen zu machen, sowohl Let's Play-mäßig, also Together-Projekte, äh, als auch privat mit, mit Freunden mal wieder mehr zu spielen. Das ist halt letztes Jahr leider echt sehr in den Hintergrund gerückt. Allerdings hatte ich auch ein extrem vollgepacktes Jahr. Also ich hatte in dem kompletten Jahr hatte ich vier Wochenenden, wo ich keine Termine hatte. Und äh, zwei davon waren. Also die, die ersten zwei davon waren im Januar und Februar. Dann hatte ich, glaube ich, Mitte Juni nochmal ein Wochenende, wo nichts war und dann jetzt Anfang Dezember. Und sonst war halt immer Freitag, Samstag, Sonntag mindestens irgendein Termin. Und ja, war, war halt einfach wirklich viel los dieses Jahr, muss ich auch sagen, bei mir. Von daher würde ich das, glaube ich, gern mal wieder einfach mit, mit den Leuten nochmal zusammenspielen, äh, eventuell halt Together-Projekte machen, müsste ich halt auch nochmal gucken. Aber im Moment ich halt eben auch dazu, dass ich einfach komplett aufnehme, nicht, dass da irgendwelche Lücken entstehen, da wir jetzt nämlich auch, wir haben jetzt eins wieder in, in Planung oder in, in Mache und da haben wir, ich glaube, das letzte Mal Ende Februar aufgenommen. Und von daher, da wir jetzt halt auch wieder, wären halt dann jetzt am Anfang, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen Folgen gekommen und dann halt eben für ein halbes, dreiviertel Jahr nichts mehr. Und das möchte ich halt dann, dann doch vermeiden. Und ähm, von daher werde ich mir das dann, glaube ich, auch mal noch, vielleicht fürs nächste Jahr dann, das heißt, oder vielleicht fürs nächste Jahr sicherlich anpacken und gucken, dass ich das vielleicht wieder ein bisschen mehr fokussiere, die Leute vielleicht auch noch mal eher anschreibe und äh, hoffen, dass die dann auch eher Lust noch mal drauf haben. Ähm, genau, und ansonsten hätte ich noch mir ein paar Projekte rausgesucht, die ich vorhabe zu machen. Ich hoffe, das passt auf jeden Fall. Ähm, werden halt Baldur's Gate 2 noch abschließen. Äh, da weiß ich auch nicht, wie lange das noch geht. Also gerade auch mit drohendes mit des Baal, äh, Mit dem DLC, der danach noch kommt. Der ist, glaube ich, auch noch relativ umfangreich. Und ähm, ich glaube, ich bin auch beim Hauptspiel... Ja, ist noch einiges, glaube ich, <laughs> bis das mal zu Ende geht. Äh, dann bin ich halt auf den dritten Teil auch sehr gespannt, äh, ob der dem Ruf gerecht wird. Aber ich denke schon. Das, das fand ich aber auch ganz gut. Also zum einen, dass es halt wirklich so gut angekommen ist. Und vielleicht dreht ja auch dann die, die Masse mal wieder ab oder die, die, der Mainstream das halt mal wirklich wie bei Los Gates vorgemacht hat. Gut, das war jetzt auch zwei Jahre im Early Access oder drei, aber äh, dass man halt für 60 Euro ein fertiges Spiel kriegt und das funktioniert, wo du dann nicht irgendwie noch irgendwelche Mikrotransaktionen und dauerhaft Geld reinstecken musst oder sollst, sondern einmal 60 Euro und dann bist du halt fertig und dann vielleicht halt noch ein DLC für 20 oder so, aber ja. Klar, das wird alles teurer, auch die Spieleentwicklung. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich, ich bestelle mir halt nichts mehr vor seit dem äh, äh, Cyberpunk-Desaster. Das war so das Letzte, wo ich mir gesagt habe, ja, da könnte es vielleicht noch klappen. Äh, und ich bin auch generell, muss ich zugeben, mittlerweile kaum noch gewillt, einfach die die 60, 70 Euro Vollpreis zu zahlen, sondern ich warte dann lieber auf einen Sale. Aber ja, vielleicht ändert sich das ja, dass das mal wieder ein bisschen ja, mehr Wert auf komplette und fertige Spiele gelegt wird, ähm, dass die Investoren das vielleicht auch mal sehen, dass es das halt so nicht weitergehen kann auf Dauer. Ähm, genau, das war dann das. Dann, ähm, hatte ich mir dann mal noch überlegt, erstmal generell so die, ähm, mir halt die, die Remakes nochmal anzuschauen, die ich mir jetzt noch geholt habe oder die ich auch teilweise geschenkt gekriegt habe. Resident Evil 4, das Remake gab es ja noch äh, von einem Zuschauer, ähm, das, das äh, 13 Remake. Ich glaube, mittlerweile haben sie es einigermaßen gefixt, da habe ich ja auch dann direkten Vergleich zum Originalspiel. Ähm, weiterhin wollte ich mir dann halt auch noch, äh, wenn wir halt Tiny Tina's Wonderland durch haben, mir noch natürlich ein paar neue Spielereien anschauen, äh, allen voran Serious Sam. Das wollte ich mich, glaube ich, eigentlich schon vorher mal machen. Habe mich dann doch für, für die Borderlands Teile entschieden, die fertig zu machen. Also Series Sam Reihe wollte ich mir gerne mal anschauen. Die habe ich, glaube ich, jetzt auch alle. Dann noch die äh, Geheimakte Tonguska. Die hatte ich mir neulich mal irgendwann geholt. Ähm, die Walking Dead Reihe von Telltale äh, wäre mal noch so ein Kandidat. Und auf jeden Fall würde ich mir halt dann auch noch so äh, fehlende Teile, die ich mir jetzt im Nachhinein mal geholt habe, oder fehlende, ja, doch viele Teile, die, die, ähm, von verschiedenen äh, Reihen, die ich dann mal noch nicht ganz gemacht hatte. Shadow Warrior zum Beispiel, da habe ich mir den dritten Teil mal noch geholt. Ähm, Postel fehlen noch einige Teile, die ich mir noch ganz gerne anschauen würde. Ich glaube, mit Postel 3 haben wir jetzt eh erstmal das Schlimmste hinter uns von der Reihe. Ähm, Watch Dogs Legions habe ich noch irgendwann geholt und äh, ja, genau. Also mal, mal gucken, was sich da noch alles ergibt. Es sind ja teilweise auch ziemliche, ja, ziemlich ausgiebige Projekte und ziemlich lange Projekte. Ähm, Sehe ich jetzt an Baldur's Gates zum Beispiel. Ich habe ja Teil 1 im Februar, glaube ich, angefangen. Und bin jetzt halt noch am zweiten Teil. Also es hat fast das komplette Jahr über hat es mich da auf dem Kanal begleitet. Ja, aber ansonsten würde ich auch einfach mal schauen, mich einfach überraschen lassen, was ähm, 2024 da noch alles so rauskommt. Ich habe auch jetzt letzte wieder wenig Trailer gesehen, einfach um mich da nicht großartig zu spoilern und, äh, und wie ich ja gerade schon gesagt hatte ich normalerweise eh nicht vorhabe, mir die Spiele direkt zum Vollpreis zu holen beim Release-Datum. Da warte ich lieber ein bisschen und äh, spare das Geld dann für, für andere <laughs> Sachen oder, ja. Und äh, genau, also ich würde mir auf dem raschen lassen, mal schauen, was dann rauskommt, was, was so an interessanten Titeln erscheinen wird und äh, was wir dann mal machen können. Und dann bleibt mir eigentlich jetzt nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Ist doch etwas länger geworden, als ich gedacht habe ähm hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr und äh, läuft alles dann einigermaßen nach euren Wünschen. Und ähm, von daher, ja, machts Beste draus, wird schon irgendwie klappen. Für mich persönlich war es ja leider auch ein sehr äh, heftiges Jahr, was halt Todesfälle anging und so weiter und so fort. Und von daher, ich hatte mir Ende des letzten Jahres gesagt, ja, nächstes Jahr wird alles besser und dann wurde es halt eine absolute Katastrophe leider. Und von daher äh, bin ich jetzt dieses, gehe ich dieses Jahr einfach mit der Annahme aus dem Jahr raus, wo ich sage, ja, es muss nicht, oder es wird wahrscheinlich nicht alles besser werden. Schön wäre es, weil viel schlimmer kann es, glaube ich, nicht mehr werden. Aber ähm, auf jeden Fall machen wir einfach das Beste aus dem neuen Jahr. Und ich denke, das hat dieses Jahr gut funktioniert und das wird im nächsten Jahr dann, glaube ich, auch gut funktionieren. Von daher vielen, vielen Dank, auch für eure Unterstützung. Und ähm, für die für die ja, Zeit, die ihr hier auf dem Kanal verbracht hat und hoffe, dass die Videos dann eben auch soweit gefallen haben. Und dann, ja, schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Kommt alle gut rüber. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Peacemaker.